Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Alice und der Minibrunnen auf der Minibrunnen. Wer hätte das mal wieder gedacht? Ja, es ist gestartet. Ab jetzt ist mal wieder alles über eine Woche lang vorproduziert. Das heißt, solange oben in der Videobeschreibung ganz, ganz oben vorproduziert drin steht, sind die Videos älter als eine Woche. Weil ihr wisst ja, ich produziere höchstens eine Woche, maximal zwei vor. Alles, was über 2 Wochen, also alles, was über eine Woche ist, sage ich euch Bescheid. Und alles, was über 2 Wochen ist, beschrifte ich euch in der Videobeschreibung. Jo, das ist die erste Folge von 14 vorproduzierten Videos. Ja. Ich habe es in den letzten Minibrunnen-Video schon gesagt, die 100. Folge kommt erst übernächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin und die aktuell für euch aufnehmen kann und mit euch zusammen in einer Premiere an einem Samstag anschauen kann. Ja. So viel dazu. Ansonsten, was kommt, seht ihr ja dann, wenn es kommt. Wenn ihr es genauer wissen wollt, letzte Minibrunnen-Folge habe ich euch erzählt, was kommt. Ich kann euch absolut nicht sagen, was jetzt wann genau kommt, die Woche und nächste Woche, weil das einfach noch zu weit entfernt ist von der Zukunft her. Jetzt für mich ist ja immer noch derselbe Tag wie letzte Minibrunnen-Folge. Und für euch ist ja schon eine Woche später, wenn ihr das seht. Deswegen nur zum Verständnis. Aber ich denke, das sollte allen klar sein, soweit. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Ackergrasernte. Hier lassen wir jetzt den Helfer laufen, damit wir hier weiter pressen können. Und ich denke, dass wir uns dann den Wickler auch gleich holen, um die dann auch gleich vom Feld zu holen und zu wickeln. Ich denke, dass wir bei der nächsten Ackergrasernte schon, na, wie nennt man das? Dass wir bei der nächsten Ackergrasernte schon die Biogasanlage befüllen können mit dem Gras, also die Silos. Weil es die wir die nächste Ackergrasernte wird auf jeden Fall erst nach Folge 100 stattfinden. Ich denke mal, dass in der Folge 100 werden wir. Was denke ich denn? Lass mal nachdenken. Also entweder ernten wir gerade, nee, wahrscheinlich sind wir im Winter, oder wir säen an. Wir sind noch in der Ansaat drin. Eins davon sind wir. Entweder Ansaat oder Winter. Ernte glaube ich nicht. Irgendwas ist bei uns passiert. Im letzten Montag ging ja bei uns der Feueralarm. Und heute, also diesen Montag, fahren die ganze Zeit irgendwelche Fahrzeuge. Und ich habe den Rollo aber noch halb unten und kann nicht gucken, weil ich vorher noch einen Film gesehen habe. Also, wenn ihr das seht, ne, die fahren jetzt, keine Ahnung, 2 Minuten später. Aber. Ach, egal, ich versuche jetzt gar nicht mehr zu erklären. Entweder versteht ihr es oder ihr versteht es nicht. Oh Mann. Ihr habt ja letzten Sonntag die Review vom Todesstern, glaube ich, gesehen. Falls nicht, dann habe ich es jetzt gespoilert. Eine der nächsten Reviews mit der Todesstern. Aber ich glaube, letzten Sonntag kam der Todesstern Review. Und diesen Sonntag weiß ich gar nicht, was kommt. Verrate ich jetzt aber auch nicht. Falls ich es wüsste, aber ich weiß es eben nicht. Ja, ich glaube, das habe ich letztens schon mal gesagt, dass ich, dass ja jetzt jeden Sonntag ein Lego Review kommt zu den Sets, die ich eh schon habe. Und dann, wenn das zu Ende ist, schauen wir mal, was wir sonntags weiterhin machen. Jo, so guckt das nämlich aus, meine Friendos. Aber es gibt echt wenig zu erzählen. Es wird jetzt eh die nächste Zeit sau schwer,
irgendwas Sinnvolles euch zu erzählen, weil ich ja, wie gesagt, für 3 Wochen vorproduzieren muss, mal wieder. Das macht mir eigentlich immer keinen Spaß. Nicht, weil ich so viel auf einmal aufnehmen muss, sondern weil ich halt dann nichts erzählen kann, nichts Sinnvolles. Ich meine, ich rede zwar eh nicht viel sinnvolles Zeug, aber ich wiederhole mich ja dann die ganze Zeit, glaube ich. Und oder sag nicht so viel und ist halt auch ja irgendwie kacke. Ist vor allem schwer, klar, bei so einem, wenn wir jetzt zum Beispiel COD spielen, was wir jetzt die nächste Zeit noch öfters machen, also weil das einfach ist vorzuproduzieren, weil da kann man sich halt übers Spiel beschweren oder über die Teammates oder Gegner. Aber jetzt hier wie im LS ist es halt echt schwer, über das Spiel zu reden, wenn man jetzt hier einfach nur Ballenpressen tut. Und da muss man halt irgendwas anderes holen. Zum Beispiel habe ich schon übelst viele Ideen für Videos, wenn wir die Facecam freischalten. Oh mein Gott, habe ich da viele Ideen. Einerseits würden wir dann die Reactions endlich richtig angehen, weil ich habe da schon Bock drauf. Das ist, natürlich würde es nicht den Kanal übernehmen. Und ich werde ja auf keinen Fall einen Zweitkanal für Reactions machen. Das wird halt auch einfach eine ganz normale Playlist mit den Ranked-Videos drin. Wir werden da ab und zu mal reingucken. Zum Beispiel habe ich euch ja versprochen, eine amerikanische Einsatzfahrt von der amerikanischen Feuerwehr. Wollen wir uns so unbedingt angucken. Wir haben ja einmal, haben wir reacted schon. Das fand ich ja persönlich, hat zwar Spaß gemacht, aber fand ich nicht so geil anzuschauen, weil es halt echt einfach nur das Abfilmen von irgendeinem Video ist. Zwar hatte ich diesen Facecam-Ersatz drin, aber der ist halt auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist es. Deswegen kam jetzt auch keine. Ich hätte es ja schon längst gemacht, ne? Aber wir könnten auch so viele coole Sachen reacten. Einsatzfahrten von Feuerwehren. Das ist richtig cool, finde ich. Dann. Ich weiß nicht, ob ihr agrarvideo.de kennt. Die haben richtig coole mit den Lohn und Nebenreif. Ne, Landtechnik-Videos heißen die, nicht Agrarvideos. Landtechnik-Videos.de. Die machen ja richtig cooles Zeug, dass ja da die alten. Ich mein, klar, jeder kennt sie, aber wir können sie uns nochmal gemeinsam anschauen. Dann habe ich ein Video gefunden, da habe ich auch mega Bock drauf. Also dumm wie es klingt, ne, aber ich habe da mega Bock drauf. Und zwar ist das ein Video, es dauert 45 Minuten. Und es ist ein Kinderserien-Intros erraten Video. Boah, da habe ich so mega Bock drauf. Das wäre auch richtig cool für so einen Livestream. Boah, das wird so geil, glaube ich, mit den Reactions. Und andererseits habe ich, kommen ja die Vlogs irgendwann dann auch, wenn. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich wollte ja dieses Palmwickelteil ausborgen. Hallo? War jetzt. Ich dachte schon ganz kurz, habe ich gedacht. Ganz kurz. Wir hatten jetzt schon schwarz und weiß, jetzt nehmen wir rosa. Nee, doch, komm, scheißegal. Da ist teuer. Dann kommen ja irgendwann die Vlogs und die. Da weiß ich echt noch gar nicht, wie das werden soll, ne? Aber ich glaube, das wird auch. Entweder wird es richtig cringy oder richtig lustig. Oder ein bisschen von beiden. Und da habe ich auch. Boah, habe ich da Bock drauf, Leute, ne? Aber wie gesagt, ich ziehe das durch. Ich halte das alles zurück, bis ich die 100 Abonnenten habe. Und dann überschwemme ich euch mit diesen. Formaten und mit diesen Projekten, die dann da kommen. Das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. Es wird allgemein noch spannend hier. Wir fahren, ja. Ich glaube, das wird hier noch richtig cool und richtig spannend. So. Vor allem, oh, wenn dann die Skywalker-Saga auch rauskommt. Die soll ja auch jetzt irgendwann mal rauskommen. Anfang 2021 hieß es, war jetzt mein letzter Stand. Und ich hoffe, dass die auch wirklich Anfang 2021 kommt.
Weil ich habe da echt Bock drauf, die mit euch zusammen zu spielen. Was vielleicht auch noch zwischendurch kommt, ich spiele jetzt, oder was, ja, mal gucken, wie weit ich in der nächsten Zeit komme in dem Spiel, aber ich habe ja Lego Star Wars 3 The Clone Wars gespielt. Das habe ich jetzt übrigens auf 100% durch. Und habe dann eigentlich direkt mit dem nächsten angefangen, und zwar mit The Lego Movie, The Game. Und zwar den ersten Teil, logischerweise. Direkt vorab, ob ich den zweiten Teil überhaupt spiele, weiß ich noch nicht. Weil der hat mir als Film schon nicht so gut gefallen und ich weiß nicht, ob mir das Spiel dann so gut gefällt. Aber ich habe schon noch eins in der Rückhand, und zwar ist es Pirates of the Caribbean, das Lego-Spiel. Da habe ich auch Bock drauf. Also, da sind noch einige. Die werde ich natürlich jetzt nicht aktiv mit euch zusammenspielen. Aber ich denke mal, so wie damals bei Lego Star Wars, dass ich da einmal einen Stream mache oder vielleicht zweimal, je nachdem, wie lang das Spiel geht. Das können wir dann schon mal machen und da zusammen reinschauen. Da hätte ich auch Bock drauf. Mal gucken, ob wir das vielleicht zum Beispiel beim zweiten Notruf-Stream, also. Ja, ich habe ja gesagt, wir streamen Notruf zweimal. Also einmal direkt am Release-Tag. Ein schöner, langer Notruf-Stream. Keine Ahnung, Open End, möglichst früh anfangen. Und dann habe ich ja gesagt, dass wir an dem Freitag danach auch nochmal Notruf streamen, aber nicht so lang, weil ich ja dann noch die Videos aufnehmen wollen würde. Und da könnten wir aber halt im Anschluss noch ein bisschen Lego spielen zum Beispiel. Ob das jetzt noch nichts Sicheres, ne, aber zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit oder irgendwann anders. Helfer Dorothea. %, von. Oh, Scheiße, der Anhänger ist doch ziemlich voll. Egal. Das kippt mein Silo. Wir fahren zwar alles verkaufen. Aber es kippt man dann trotzdem ins Silo rein. Übrigens habe ich noch einen Kommentar bekommen, was Minibrunnen angeht, der ist schon länger her. Ich weiß nicht vor wem, ich habe jetzt hier nicht offen. Der gemeint hat, dass wir uns eher keinen neuen Bulldog kaufen sollen. Weil wir mit denen, die wir jetzt haben, dass drei Stück genug sind und die auch erstmal ausreichend sind. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber ich habe noch drüber nachgedacht. Und eigentlich klingt es gar nicht so verkehrt. Dass wir uns erstmal keinen kaufen, sondern wirklich voll das volle Programm erstmal in die Biogas- und Ladewagen investieren. Also, das hat er auch so geschrieben. Und dann weiter schauen. Ich meine, die Biogas wird, denke ich mal, eins an Geld abwerfen. Und was ich auch gesehen habe, das wäre noch was. Hier gibt es ein Waldstück zu kaufen, was nur 20.000 kostet. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar ist es das hier. Das, oh, 40, nicht 20, ups. Das kostet nur 40.000. Ist jetzt nicht so gewaltig groß, aber ich meine, wenn wir das einmal roden und wieder anpflanzen, denke ich, kriegen wir auch einiges zusammen. Ich meine, wir können ja da sagen, yo, wir machen jetzt Winter, machen unseren ganzen, meine, unsere Winterdienstmission, Easy Going. Das sind ja nur drei Stück. Und dann gehen wir halt nochmal zwei oder drei oder vier Folgen in den Wald oder so lange, wie wir halt Bock haben. Ach, die hol, wie viel sind es noch? Zwei, drei, die hole ich dann. Ups. Ja, ob wir, dass wir halt dann da nochmal zusätzlich noch ein bisschen im Winter verweilen, aber halt nicht als Winterdienst, sondern eben im Wald, was halt auch im Winter Sinn macht. Im Winter ist ja Waldzeit. Und dann könnten wir einfach den Winter noch ein bisschen mehr nutzen, weil ich bis jetzt sind wir ja zwei Folgen, vielleicht manchmal drei im Winter, machen da unser Winterdienstzeug und dann geht es eigentlich wieder von vorne los. So könnten wir den Winter einfach noch ein bisschen länger machen und eben in den Wald gehen. So, jetzt tanken wir hier mal ab. Ich denke nicht, dass wir den leer bekommen.
oder? Ich weiß, oder doch, da gehen. Wie viel geht da rein? Ich glaube, da gehen nur 12.000 rein. Das kippt man dann ins Ziel und fahren es dann irgendwann mal weg. Ich denke nicht mehr, dass wir das schaffen. Ich meine, der Teil ist auch schon wieder zu Ende. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Nächste Woche kommt die 99. Folge zu Minibrunn und dann kommt dann auch bald die 100. Ich würde sagen, Everyday 16:15 oder nächsten Montag zur wieder Minibrunn. Ja, bis dahin. Ciao.